Jo Freunde, willkommen zu einem neuen XP-Trick, das Ganze sogar hier AFK, ich zeige, was ihr machen müsst. Falls euch das Video hilft, gerne Creator-Code iPlayTobi in den Itemshop, alle zwei Wochen müsst ihr neu eintragen. Würde mich freuen, Kuss geht raus und wir starten direkt einfach hier in den Kreativmodus rein und zu irgendeiner Map hier gehen, zu der Konsole. Dann geben wir einfach hier folgenden Code ein und zwar das Ganze hier 4729 und da oben steht das schon, das ist der Code hier und wir wollen das Ganze in der Version 52 spielen, deswegen gehen wir noch hier hinten einmal im Kreativmodus das Fragezeichen V gleich 52 ein. Wenn ihr das über die normale Konsole macht, wie immer einfach die 52 hinterschreiben und dann sieht das Ganze so aus und das Ganze ist hier eine 1 versus 1 Map. Könnt ihr natürlich auch mit Freunden spielen, ich mache es hier einfach alleine im privaten Match, geht auch wie immer und ja. Wir gehen das Ganze mal durch. Ihr müsst wirklich auch ein bisschen aufpassen, weil einige Sachen müssen wir vorher machen, vorbereiten, dass wir die XP halt so wirklich bekommen und freischalten können. Und deswegen schneide ich mal nichts weg. Ich lasse einfach mal laufen, dass ihr genau seht, wie lange das dauert, was ihr genau machen müsst und dass ihr auf jeden Fall da Bescheid wisst. So, das Ganze, wie gesagt, Version 52. Wir starten jetzt einfach hier direkt das Spiel. Geht natürlich ein bisschen schneller. Zack, einmal Spiel starten. So, und das Erste, was wir machen müssen, ist einfach... wir müssen Münzen sammeln, denn wir spawnen einfach hier in diesem Raum drin, so, und hier vorne seht ihr, da landen halt die Münzen, ne? Die kommen einfach von hier oben, hier runter, deswegen sammelt die Münzen ein. Was wir nämlich hier machen wollen, wir wollen möglichst viele Münzen haben, denn ab 300 Münzen können wir uns quasi einen Tresor freischalten. Ihr seht das hier rechts, ne? Ich kann mir ein Lama kaufen für 300 Münzen, deswegen alles hier einsammeln, so, da schließe ich mal kurz nochmal hier, Münzen einsammeln und... dass wir 300 Münzen haben, dass wir halt das Lama bekommen. Und deswegen mache ich das mal eben, mache das auch einfach. Am besten hier einfach runtersammeln. Ihr könnt die, glaube ich, auch von hier oben einfach direkt einsammeln. Macht es, wie ihr wollt. Ich nehme die einfach von hier unten, weil die fallen eh mal runter. Ist ein bisschen einfacher. Und ja, so macht ihr das. Ich bin jetzt schon bei 180 Münzen insgesamt. Geht also wirklich ruckzuck das Ganze. Und ja, ich gucke mal eben, dass ich die letzten hier noch kriege. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Denn mit diesen 300 Münzen kaufen wir uns dann das Lama. Und dann springen wir in die Map. Und ich habe jetzt schon 267 Münzen, 272. So, und viele fehlen nicht mehr. Und die hole ich mir jetzt auch noch. Zack. Und damit bin ich bei 302 Münzen. Jetzt seht ihr, kann ich mir hier das Lama kaufen. Ich mache das einfach mal. So, und jetzt habe ich hinten einfach ein Lama auf dem Rucksack. Was ich jetzt mache, ich gehe einfach hier in den Rift rein. Ich gehe in den linken hier rein. So, das mache ich jetzt mal. Könnt ihr dann auch so machen. Könnt auch in den rechten gehen, ist eigentlich egal. Und dort oben am Himmel seht ihr so ein komisches Lama-Schild. Ne? Also ich bin jetzt einfach hier auf der Map. Das ist die Map. Dort vorne ist irgendwie so ein paar Spinnen. Da ist die Zentrale gewesen, wo ich war. Da hinten ist ein Battlebus. Und hier auf der Seite, dort oben, seht ihr halt so eine Lama-Karte. Und da wollen wir hin. Das ist einfach hier bei diesem Kürbis. Direkt daneben, ihr seht es auf der Minimap, einfach ganz oben. Ich hoffe, ich quatsche nicht zu viel, aber ich möchte es relativ ausführlich machen, dass ihr das auch gut findet. Und da bauen wir jetzt einfach mal hoch. So, das müsste eigentlich 5, 2, 3, 4, 5, ja, das sind 5 Stück hochbauen, dann ein gerade bauen und dann seid ihr direkt hier. So, und dann müsstet ihr eigentlich hier, okay, ihr seht, es geht noch nicht, deswegen muss ich jetzt hier oben tanzen. So, ich mache jetzt einfach mal einen Tanz. Und normal müsste das Ganze funktionieren. Oder ich gehe einmal kurz hier durch. Ah, guck mal, ich muss noch einen machen und dann kann ich Open machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Tanz unbedingt nötig war. Probiert es einfach mal aus. Dann seht ihr halt so ein Open interagieren Gerät hier. Jetzt mache ich das mal. So, das jetzt interagiert. Und jetzt bekomme ich hier meine XP. Sieht auf den ersten Blick relativ wenig aus, aber das Ganze ist AFK. Und ihr könnt jetzt hier ganz normal zocken. Also ihr könnt zum Beispiel auch mit einem Freund hier rein. Ihr seid jetzt einfach ein bisschen am Üben hier zusammen. Und in der Zeit kriegt ihr halt die ganze Zeit einfach hier XP. Zudem kann es sein, dass ihr halt zum Beispiel 1000 oder 2000 pro Tick bekommt. Ich bekomme jetzt sehr wenig mit meinen 60 hier nur, aber es kann sein, dass ihr wirklich mehr bekommt. Deswegen schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie viel ihr hier bekommt. Und ansonsten könnt ihr halt ja einfach entspannt zocken. Ne? Bisschen hier bauen und so weiter. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid, ihr könnt es besser als ich. Und ihr kriegt auch die ganze Zeit, ihr seht, einfach hier durchweg immer XP. Könnt euch noch Waffen holen und ja, das auf jeden Fall zu diesem Trick. Sehr, sehr nice gemacht und das auch zu diesem Video. Also macht es gerne mit einem Freund und schreibt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wie viel ihr bekommt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.